Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. Ich mache weiter in meiner Andachtsreihe, wo wir uns die Jünger Jesu anschauen. Und heute schauen wir uns Jakobus an. Wir haben uns bereits Petrus angeschaut, wir haben uns Johannes angeschaut und wir haben uns Andreas angeschaut. Das Ziel dieser Reihe ist es natürlich nicht, irgendwie alle Stellen zusammenzusuchen, wo diese Jünger vorkommen, sondern ein bisschen zu schauen, wie werden diese Jünger im Neuen Testament dargestellt, was können wir daraus für unseren Alltag nehmen, wo können uns diese Jünger Jesu Vorbilder sein. Und heute schauen wir uns Jakobus an. Das Spannende bei Jakobus ist, wir finden eher wenig über ihn, obwohl er scheinbar einer der Führungspersonen unter den Jüngern war. Wir wissen, dass er zum engeren Jüngerkreis gehört hat. Wir wissen auch, dass ja Aufzählungen der Jünger ja irgendwo auch immer Bedeutung kommunizieren. Und zum Beispiel in Markus 3, Vers 16, wo die Jüngertabelle aufgelistet wird, finden wir ihn relativ am Anfang, also direkt nach Petrus. Und dann würde man vielleicht sagen, okay, gut, was hat das zu bedeuten? Im Endeffekt sind Aufzählungen auch immer wieder ein Stück weit ein Blick dafür, welche Jünger zusammen genannt werden, welche Jünger gruppiert werden. Das sehen wir bei Jakobus. Er gehört eigentlich immer zum Jüngerkreis, der etwas enger ist, der mehr mit Jesus selbst zu tun hat. Wir wissen, dass er bei großen Ereignissen wie der Verklärung und diesen Dingen dabei war, dass er eigentlich Jesus ganz, ganz nah mitbekommen hat. Und dass er wahrscheinlich mit am meisten Zeit mit Jesus verbracht hat. Das ist, finde ich, einer der großen Merkmale an Jakobus. Er ist immer nah an Jesus dran. Er ist immer nah an Jesus dran und er bekommt die wichtigsten Ereignisse mit, saugt sie auf. Und deswegen verwundert es nicht, dass wir, obwohl wir so wenig über Jakobus lesen in Einzelgeschichten und obwohl er eigentlich fast nie einzeln genannt wird, er trotzdem ein Eiferer für das Evangelium ist. In Apostelgeschichte 12, ab Vers 1 lesen wir da nämlich Folgendes. Und jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Da wird Jakobus so ziemlich fast das einzige Mal bewusst als Einzelperson genannt. Und da würde man denken, okay, wow, man hat eigentlich relativ wenig von ihm gehört. Er verschwindet eigentlich immer in der Jüngermasse. Und man hat wenig Einzelgeschichten oder Einzelreden auch von ihm. Aber wo er genannt wird, ist quasi, wo er bereit ist, für das Evangelium zu sterben. Und das ist, finde ich, die Charaktereigenschaft oder das Bewusstsein dieser Person von Jakobus, dass er derjenige ist, der nah bei Jesus ist. Und obwohl er nicht die große Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist er trotzdem in guten Zeiten, in schweren Zeiten bereit, für das Evangelium einzustehen. John MacArthur, der ein Buch über die 12 Jünger geschrieben hat, an dem sich natürlich auch hier diese Andachtsreihe orientiert, nennt ihn den Eiferer. Und ich finde diesen Begriff eigentlich ganz gut gewählt, weil genau das ist, was man bei Jakobus so mitbekommt. Er ist jemand, der für das Evangelium eifert, der einsteht, der Jesus Christus erkannt hat und bereit ist, dieses Bewusstsein für das Evangelium, das Einstehen für die Gemeinde, bei den Jüngern voranzugehen, der bereit ist, das auf sich zu nehmen, der bereit ist, sich für das Evangelium einzusetzen im Alltag, auch wenn es schwer ist. Und ich glaube, das können wir ganz stark von Jakobus als Person lernen. Nicht die große Bühne zu suchen, nicht vorne wegzugehen, aber da, wo es drauf ankommt, uns zu Jesus zu stellen. Und das kann im Alltag unterschiedlich aussehen. Das kann vielleicht auch mal sehr, sehr schwer sein. Aber ich möchte uns ermutigen und ich glaube, Jakobus oder die Person des Jakobus ermutigt uns, im Alltag für das Evangelium einzustehen, bereit sein, nah bei Jesus zu sein. Aber auch in unserer Gesellschaft Salz und Licht zu sein, auf Menschen zuzugehen, nicht uns einfach zu verstecken, sondern zu Jesus Christus zu stehen, Menschen zu lieben und für Jesus zu brennen im Alltag.
Und genau das wünsche ich uns heute, dass wenn wir mit Menschen zu tun haben, dass wenn wir vielleicht auf der Arbeit sind, wo wir uns auch befinden, dass wir für Jesus Christus einstehen, dass wir Menschen lieben, ihnen das Evangelium nahebringen, nicht nur durch große Worte, sondern auch durch Taten und durch das Ausleben des Evangeliums und das nahe bei Jesus sein in der Praxis. Das wünsche ich mir und das wünsche ich dir für den heutigen Tag.